ihr habt das wahrscheinlich, habe ich das eh schon alles erzählt, um was es da geht. Aber ja, ihr habt diese Privacy Box gebaut und im Vortrag geht es halt um das Ganze. Also die Slides sind auf Englisch. Ich habe mir gedacht, falls irgendjemand nicht Deutsch Muttersprachler ist, dass ich noch umswitchen kann. Aber ich glaube, das Problem haben wir eh nicht. Ja, vor kurzem habe ich bei The Onion, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, diese Tageszeitung, die Tagespresse hat das eigentlich inspiriert. The Onion ist so eine Satirezeitung, amerikanische. Und da habe ich diesen Artikel gefunden und der hat mir sehr gefallen. Das ist eigentlich, wie die meisten Leute Online-Werbung wahrnehmen. Also sie schauen einmal auf Amazon und das Produkt verfolgt sie dann halt über, weiß nicht, 10 Webseiten. Oder wenn man mit Mädels redet, die sagen dann immer, sie schauen bei Zalando irgendwas an der Handtasche. Und die taucht dann halt überall auf. Das ist irgendwie so, die Leute sind halt genervt irgendwie von Werbung. Was dann irgendwie makaberer ist, mein Lieblingsbeispiel von Österreich, das ist vom Daniel Knapp. Der ist, ich glaube heuer war das ja, der ist an Krebs erkrankt, hat seine Symptome gegoogelt und hat danach Bestattungswerbung gekriegt auf Facebook. Genau, von der Bestattung Himmelblau. Das ist dann halt, wenn Werbung das so ein bisschen, sag ich mal, ausufert oder makaber wird. Also das ist dieses Targeted Advertisement. Ja, und das ist irgendwie so meine Grundmotivation. Und ich glaube, der andere Webcomic, finde ich, der das halt relativ gut zusammenfasst, ist dieser The Joy of Tech, den ich halt extrem gern habe. Eigentlich hätte ich nur die zwei Bilder zeigen können und dann, glaube ich, wäre es das eh wieder mit dem Vortrag gewesen. Aber das ist halt so, wie man früher Zeitung gelesen hat. Und wenn man jetzt Zeitung liest, online, dann schaut das halt ein bisschen anders aus. Also es sind halt wirklich viele Firmen, das Verhalten aufzeichnen oder mitkriegen, was man da so surft. Also nicht zufällig ist der Mark Zuckerberg und einer der Google-Gründer ganz vorne in der ersten Reihe, aber ein ganzer Haufen Leute liest da mit, also von anderen Werbenetzwerken bis hin zu allen Social Networks. Ja. Also was man online liest, kriegen die Werbenetzwerke mit. Und wie gesagt, also geht in Stufen. Und das andere, also zumindest alte Slides, die geleakt sind vom Snowden, zeigen eigentlich, dass die NSA eigentlich auf den Zug aufgesprungen ist und eigentlich sagt, das ist total super, wir brauchen die Leute nicht selber tracken, das machen die Werbenetzwerke für uns und wir müssen einfach nur den Traffic uns anschauen und wissen ganz genau, mit wem wir es zu tun haben. Also dieses Slide oben von der NSA ist zum Beispiel AdMob, wo sie sagen, das ist super, die Werbung im Handy drinnen ist total toll, weil die schickt die Location-Data mit, persönliche Informationen und so weiter. Und die NSA hat das verwendet zum Beispiel, um Ziele auszusuchen, also wenn sie jetzt bestimmte Personen angreifen wollen, dann finden sie halt beim Internet-Surfen. Das heißt, ich gehe mit meinem Laptop bei der FH St. Pölten ins Internet, schicke zum Google Ad Provider meine Cookies zurück, ich gehe irgendwo anders online, wenn ich in Wien bin. Und für jemand anders, der sich den Traffic anschaut, der weiß halt immer ganz genau, wer ich bin. Ja, okay. Werbung ist böse. Das ist jetzt eigentlich nicht so die große Überraschung. Den ersten Teil, den ich mache, und den mache ich seit einem Jahr fast nichts anderes, wie mir Online-Werbung anzuschauen. Das ist, ich weiß nicht, dieses Ad-Tracker und Blocker-Arms-Race nennen ist, ja, es gibt viel Werbung, es gibt viele Leute, die das blockieren wollen und ja, also wir haben uns das ein bisschen genauer angeschaut. Also das ist einmal so eine Übersicht von den gängigsten Adblockern, die man so kennt. Ganz weit vorne ist dieser Adblock Plus, ist eine deutsche Extension, die gibt es schon ewig lang. Die Zahlen sind vom April von dem Jahr, mittlerweile sind sicher deutlich mehr Benutzer, aber das ist halt ziemlich populär. Und dann gibt es eine Reihe von anderen Extensions, die Leute so verwenden zum Blockieren von Werbung. Ich glaube, auf der ITsec-X haben die meisten irgendwas installiert. Also ich tippe mal auf Adblock Plus, Plus Ghostory und dann ja, vielleicht noch irgendwas anders. Nur kurz zur Erklärung, wie sich die unterscheiden. Ja, Adblock Plus ist eigentlich das älteste, der älteste Adblocker, was bei dem ein bisschen für Kontroversen gesorgt hat, zumindest in der Vergangenheit,
Die haben dieses Acceptable Ads Programm, das heißt, wenn man sich AdBlock Plus installiert, da sind gewisse Firmen sind gewitelistet, also es sind 160 Firmen, die kaufen sich frei. Also von dem lebt AdBlock Plus. Das heißt, Google zahlt ihnen Millionenbeträge im Jahr, damit die Google-Textwerbung durch einen Adblocker geht. Ja? Mit dem verdienen die ja super Geld. Deshalb hat es einen Fork gegeben, dieses AdBlock Edge, dass es halt diese Acceptable Ads wieder weggetan hat. Die kann man auch ausschalten. Ja? Also wenn sie den installiert haben, tun sie das einmal raus. AdBlock ist einfach das gleiche für Chrome. Die haben im Oktober, also vor rund einem Monat, sind sie von AdBlock Plus angesprochen worden und die sind jetzt auch im Acceptable Ads Programm dabei. Also die lassen eine gewisse Werbung durch. Das momentan vielleicht beste Open Source Projekt ist uBlock. Die haben einen großen Fokus auf Performance und wirklich auf Privacy. Also die blocken relativ viel und relativ gut. Andere Sachen, die noch relativ interessant sind, also Sachen, die mehr auf Tracking gehen und weniger auf Werbung. Ghostery, das ist eigentlich das, was die meisten Leute installiert haben und was auch wirklich gut funktioniert. Finde ich, was da ein bisschen Verwirrung stiftet, also jetzt nicht für uns, also vielleicht für Informatiker, aber für andere Leute ist, dass es Opt-in ist. Ja? Also wenn man es installiert, dann kriegt man nur diese Blase, muss wirklich einschalten, dass es blockt. Das andere, Disconnect Me, ist eigentlich das gleiche wie Ghostery, die waren nur ein bisschen später. Die sind von Ex-Google-Mitarbeitern gegründet worden und haben sich auf Blocken spezialisiert. Das Coole ist, das Regelset von Disconnect Me ist Open Source und ist jetzt Teil im Firefox, also das kann man einschalten. Und der letzte und der neueste von diesen Blocking-Tools ist der Privacy Patcher vom EFF. Da gibt es keine Regelsets mehr, also so wie bei einem Virenscanner, sondern der Blocker lernt mit der Zeit und wird dann halt besser oder nicht. Aber der macht das über Heuristiken. So schön, so gut. Es gibt diese ganzen Blocking-Tools. Und das Erste, was wir gemacht haben, oder das Projekt eigentlich schon, das wir schon länger machen, ist, wir wollten mal wissen, wie gut die wirklich funktionieren. Weil, okay, es ist ja offensichtlich, wenn ich surfe, die Werbung fällt weg und alle sind glücklich. Nur so kann man halt nicht sagen, wie gut der Blocker funktioniert oder nicht. Wie wir das gemacht haben, wir haben uns 200.000 Websites angeschaut, also in Summe eine halbe Milliarde Webseiten gecrawlt, automatisiert mit Selenium und die unterschiedlichen Extensions, um zu schauen, wie effizient die sind. Was ich dazu sagen muss, also das ist eine gemeinsame Arbeit mit dem Georg Mirzofnik und der Georg, wer ihn kennt, ist extrem talentierter und guter Programmierer und der hat das ganze Framework implementiert. Ja. Und das ist eigentlich so, ich meine, das allein könnte schon eine halbe Stunde füllen, aber es ist eigentlich das im Grunde, was rauskommen ist. Am interessantesten vielleicht, was uns selber ein bisschen gewundert hat, Ghostery schneidet wirklich mit Abstand am besten ab. Es gibt dann Sachen, die kann selbst Ghostery nicht mehr blocken. Das sind so Sachen, wenn Webseiten gewisse Bibliotheken verwenden, also so Bootstrap oder Google API, da kriegt man das Tracking einfach nicht weg. Und was noch interessant ist, ist, dass uBlock, obwohl es die Disconnect-Regeln hat, schlechter abschneidet. Ja? Das ist ein Fall, den wir uns nochmal genauer anschauen werden, warum das so ist. Aber ja, was man halt sieht, ist, die Dinge sind wirklich effizient. Also vor allem Ghostery ist da wirklich gut dabei. Das andere, was ich angesprochen habe, ist mit den Werbenetzwerken viele, nicht nur, dass sie einen Tracking über Cookies, viele schicken die Informationen unverschlüsselt nach Heim. Also man sieht, dass es echt mehr wie 3/4 von dem ganzen Tracking oder diesen Ad-Traffic, der geht unverschlüsselt zum Provider zurück. Das heißt, der Dritte, das ist ein offenes WLAN bei der ITsecX, die könnte man von allen Leuten die Cookies sammeln. Ja? Also, ja. Gut, das war die nächste Steigerungsstufe. Also, ich habe mal angefangen mit Werbung ist schlecht und Tracking ist schlecht. Ja, ich hoffe, dass das leuchtet allen ein. Die Browser-Extension haben wir uns angeschaut, die funktionieren relativ gut. Bei dem Projekt, das ich jetzt eigentlich schon ein Jahr mache, oder fast ein Jahr, die Usable Privacy Box oder kurz UPRI Box, der Zungenbrecher schlechthin, die Abkürzung,
da geht es darum, dass, wie gesagt, ich angefangen mit, dass ich mit den Browser Extensions eigentlich relativ glücklich war, aber das Problem gehabt habe bei meinem Handy oder bei meinem Tablet, dass es da halt nicht so einfach war. Also es gibt mittlerweile für ein Firefox auf Android schon die Extensions und Safari hat die API aufgemacht, aber was es halt noch nicht gegeben hat, war diese ganze In-App-Werbung. Das heißt, wenn ich irgendwo Apps aufmache, dann kriege ich irgendwo die Werbebanner. Und das andere, was ich immer gedacht habe, ist, wie gesagt, in dem Raum kennen alle diese Privacy-Tools, alle wissen, wie man die verwendet, aber ich wollte etwas entwickeln, das jeder benutzen kann. Das soll so todelsicher sein, dass man nicht einmal Extension installieren muss. Also das war irgendwie so die Idee. In-App-Werbung, ich habe da so von mir immer so mal hin und wieder mal so Screenshots gemacht. Rechts, das ist dieses Online, also dieses Zalando, das einen verfolgt. Ich weiß nicht, warum ich das gekriegt habe. Vielleicht hat meine Freundin Zalando daheim angeschaut und ich habe dann Zalando-Werbung gekriegt. Das, was ich als Security-Researcher am besten finde, ist, wenn mir jemand anders sagt, ich habe ein Virus auf mein Handy, da fühle ich mich dann wirklich verarscht. Ja. Da kann man sich sicher sein, dass man dann Malware runterladet, wenn man den Link aufmacht und dann diese notorischen Glückswunsch-Sachen, ja, wo man irgendwie einen Preis gewonnen hat. Der Preis ist dann wahrscheinlich entweder wieder Malware oder irgendwas, wo ich meine Kreditkarte einfülle. Ja. Und wie gesagt, die In-App-Werbung hat Zugriff auf die gleichen Informationen wie die App selber. Das heißt, wenn Sie eine App haben, die auf ihr Location-Daten zugreifen kann, dann kann die Werbung auch darauf zugreifen. Ja? Und das hat mich irgendwie motiviert, dass ich diese Usable Privacy Box mache. Es ist ein Open-Source-Projekt. Es wird von der Internet Foundation Österreich unterstützt über die Netidee. Es basiert auf einem Raspberry Pi 2 und hat immer ein Wi-Fi dabei. Ich will halt irgendwie Privacy-Tools zugänglich machen. Warum Raspberry Pi 2? Ich kenne ganz viele, zumindest halt in dem Nerd-Umfeld, wo ich mich bewege, wo sich Leute einfach mal einen Raspberry Pi kaufen, weil er so billig ist, aber nicht verwenden. Ja? Die sagen, ich mache irgendwann einmal ein Projekt mit dem, dann kaufen sie sich einen, dann wandert er daheim in den Kasten und dann ist er dort. Ja? Also ich glaube, ungefähr ein Viertel vielleicht von den Leuten da haben so ein Problem. Jetzt habt ihr eine Software, eine gescheite, die es dann drauf tun könnt. Ja? Oder ihr macht ein Media Center, ist auch ziemlich super. Sehr empfehlenswert mit dem Zweier bei. Was das Ganze macht, also im Grunde habe ich zwei Wi-Fis, zum einen eins, das Werbung blockiert und dann das, was wir Ninja genannt haben, das macht blockiert Werbung und geht zusätzlich über Tor und das macht dann VPN-Server. Das heißt, das ist eigentlich die ersten zwei, das erste kann ich meistens Leuten erklären. Das zweite wissen die Leute meistens nicht, was Tor ist. Das kann ich auch noch halbwegs erklären mit diesen drei Servern. Beim dritten habe ich bei Laien immer das Problem mit VPN. Aber wie funktioniert das? Ich sage, muss ich die Box da mitnehmen? Wenn irgendjemand sagt, nein, du verbindest die nach Hause. Sag, aber die Antenne kann ja gar nicht so groß sein. Wenn ich mit dem Zug von Wien nach St. Pölten fahre, wie geht das mit der Antenne? Dann sage ich, nein. Du nimmst von der ÖBB das WLAN und dann über das WLAN von der ÖBB verbindest du die Heim zur Box. Aha, okay. Okay, ja, vielleicht probiere ich es einmal aus. Also, ich finde den VPN-Server super. Ich weiß nicht, ob die Leute das wirklich benutzen werden. Wie das Ganze funktioniert. Zum einen haben wir DNS-basierend. Da haben wir verschiedene Domains, die wir blockieren. Also man macht da irgendwie so eine Nachrichtenseite auf und dann gibt es im Grunde zwei Fälle. Das eine ist unverschlüsselte Verbindung, da schickt man leeres Dokument zurück und setzen alle Cookies zurück. Was das im Grunde heißt ist, ich verbinde mich einmal zur Box und meine alten Cookies sind weg. Ja? Das andere ist verschlüsselte Verbindungen, die terminieren wir einfach. Ja? Da kann man nichts machen. Das andere, was wir noch zusätzlich machen, es gibt einen transparenten Proxy, Privoxy, der das Ganze noch auf URL-Basis eben filtert
Und zusätzlich machen wir so einen CSS-Header rein in die Sachen, dass der Inhalt nicht nur geblockt wird, sondern nicht mehr sichtbar ist. Ja, DNS und Privoxy funktioniert ziemlich, ziemlich gut. Was das Tolle daran ist, man verbindet sich einfach zum Wi-Fi und das funktioniert. Ja? Und das funktioniert halt auch mit jedem Gerät. Also wenn ich ein BlackBerry habe oder viele Leute, die sowas noch haben, oder andere so komische Handys, Windows Phone, ja, das funktioniert. Was nicht so gut funktioniert ist, ist HTTPS. Ja? Und es ist klar, verschlüsselte Verbindung, die kann ich nicht aufbrechen. Und ich will die ja nicht aufbrechen, weil ich sage eigentlich, wenn was verschlüsselt ist, dann ist das okay aus Privacy-Sicht bis zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, prinzipiell ist es für ein Privacy-Tool ganz eine schlechte Idee, DLS aufzubrechen. Ja? Bei Android kriegt man jetzt diese netten Warnungen, wie man das macht. Ja? Das heißt, Sie stellen sich vor, Sie kaufen sich ein Privacy-Tool oder Sie installieren sich sowas und dann kriegen Sie eine Warnung, dass Sie wahrscheinlich abgehört werden. Wahrscheinlich nicht so toll. Genau. Ja, Tor ist auf der Box auch drauf. Was wir empfehlen, ist aber eigentlich den Tor-Browser runterladen. Ja? Tor-Browser ist, ich weiß nicht, ob das im Darknet-Vortrag vorher war, wenn man das Darknet benutzt, dann macht man das über das Tor-Browser-Bundle. Ja? Und nicht über so Magic-Boxen. Wenn man aber ganz was Sensibles macht. Warum wir Tor trotzdem oben haben, ist einfach, damit man schneller mit Zensur umgehen kann. Das heißt, wenn gewisse Domains geblockt werden, so wie in der Türkei Twitter oder sowas, dann kommt man über die Box noch schnell raus. Das andere ist, wenn man seinem Provider nicht ganz traut und sagt, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber von österreichischen Provider, wenn man sagt, man will nicht, dass die mitlesen, was ich mache, dann gehe halt über Tor. Ja? Was ich nicht machen sollte über das, ist vielleicht Darknet oder wirklich ganz sensible Sachen. Ja? Szenario wäre für mich, wenn ich irgendwas eher Sensibleres google, dann würde ich das über Tor machen oder über diesen Ninja-Modus. Und OpenVPN, mit VPN haben wir ja relativ lange gekämpft, nicht nur beim Erklären zu den Leuten, sondern auch, dass wir das richtig machen. Wir haben sicher 2 Monate mit IPsec unseren Spaß gehabt, aber sind dann auf OpenVPN gegangen und das eigentlich funktioniert super. Was da halt nicht so einfach war bei OpenVPN ist, dass man es wirklich ganz einfach zum das Setup macht von dem Ganzen. Ja, also da gibt es ein paar Sachen, die wir da lösen müssen. Ja, dass man es wirklich nur daheim hinstellt und das Ganze funktioniert. Und jetzt, haben wir jetzt gerade den Alpha-Batch gemacht. Es ist eigentlich 25 Stück von dieser Box, damit wir die Software einfach mal testen können, bevor wir es open sourcen. Ich habe immer meine Webseiten, mit denen das test und erstaunlicherweise funktioniert das super. Aber wie ist das? Andere Leute checken es an und gehen auf ganz andere Webseiten, die ich noch nie angeschaut habe. Ja, also weiß nicht, Streaming-Webseiten zum Beispiel benutze ich nicht, aber andere Leute schon. Deshalb ist es wichtig, dass man es testet. Was ziemlich cool ist, also wir nehmen so ein Standard Raspbian Visi und bauen das komplett mit Ansible um. Und das andere, was ist, wir haben Rolling Releases. Also im Grunde kriegst du die Updates, sobald wir irgendwie einen Bug finden, zieht sich die Box ein Update, ja, und installiert das. Wenn man sich das anschaut, nur auf Heise in letzter Zeit, wie viele Router Probleme haben permanent, ja, also man kann das durch die Bank, gibt Sicherheitsprobleme. Das ist natürlich bei uns kein Problem. Das andere ist, wir haben das Gehäuse 3D gedruckt im Nachhinein, einfach, dass man selber Logos draufkriegt, ob es wirklich sinnvoll war. Wie gesagt, das kostet das Fünffache von so einem Dings, was man sich sonst irgendwo kauft. Weiß ich nicht, aber ich bin einfach so ein neugieriger Mensch, dass ich neue Sachen ausprobieren will. Ja? 3D-Druck, wenn man in der Zeitung drüber liest, ist es so, dass das Allheilmittel und man kann sich schon Prothesen, Organe drucken, aber selbst bei so einem einfachen Gehäuse ist es erstaunlich teuer und erstaunlich nicht so toll, ja, wie die gekauften. Aber ihr müsst euch die anschauen, also so schlecht ist sie auch nicht dran. Ja. Und was ihr vielleicht schon mitgekriegt habt, ihr könnt heute nicht gewinnen.
Ich diskutiere immer nur, ich weiß nicht, im halben Stundentakt, ob die jetzt vor der letzten Veranstaltung verlost wird oder nach dem Vortrag. Aber es gibt auf jeden Fall eine zum Gewinnen heute. Ja, und wie geht es weiter? Im Dezember will ich das Ganze open sourcen, auch schon mit dem Feedback. Und ja, ein paar Sachen muss ich noch lösen. Zum Beispiel, dass, wenn man das erste Mal startet, dass es dann alle Krypto-Schlüssel zurücksetzt. Die Boxen, die wir jetzt hergeben, die haben, sind alle customized. Jede eigene Box hat starke Passwörter, eigene VPN-Schlüssel und so weiter. Ja, was ich eigentlich fand, ganz vom Anfang machen hätte sollen, das ist natürlich, ich stehe nur da und präsentiere das, aber es haben extrem viele Leute mitgearbeitet und extrem viele Leute extrem viele gute Sachen gemacht. Ja. Also das eine, was einmal ist irgendwie usable im Namen. Ich habe mit den Medientechnikern zusammengearbeitet, die mir geholfen, das Ganze irgendwie benutzbar machen. Ja. Und das, weil ich habe keine Ahnung von dem, wie man das macht. Ja. Also vom Technischen schon, aber nicht, wie man Sachen einfach benutzbar macht. Dann die Lisa Kringel, die hat diese Logos gemacht, die ihr seht, finde ich super, hätte ich auch überhaupt nicht machen können. Der Julian und der Tobias, die haben, sage ich mal, 80% von dem Ganzen implementiert. Die sitzen eh da, oder? Ja, der Julian zumindest. Die waren wirklich, wirklich super, super, super programmiert und den ganz viel gemacht. Und dann habe ich noch 3 Masterstudenten gehabt, die auch sehr, sehr gut sind, die mir zumindest beim ersten Prototyp geholfen haben und bei ein paar Security-Sachen. Und dann habe ich noch Freunde von mir eingespannt, die mir beim Design von der Box geholfen haben. Also im Grunde waren weit über 10 Leute beteiligt. Ich bin halt der da steht und das präsentiert. Ich werde das herzeigen, aber... Nein, eigentlich ohne Wenn und Aber. Wie ich es herzeige, ist, ich traue dem Netzwerk da eigentlich nicht wirklich an der FH. Bis man da was freigeschalten kriegt vom NSC. Wie ich mir gedacht habe, wie ich es schnell herzeigen kann, ich habe, wenn ich es schaffe, dass ich unterschalte auf den Computer. So, dann schauen wir mal. Ich muss das Mikro mal weglegen, sonst geht da gar nichts, glaube ich. Ich habe da im Grunde meinen normalen Webbrowser, wenn ihr das schafft, dass ich noch von zweiten Bildschirm ziehe. Natürlich zum Testen natürlich kein Werbeblocker oben. Jetzt kann ich es eh wieder dazu halten. Ja, das ist so, wie man das kennt, ohne Adblocker. Immer toll, vollformatige Flash-Werbungen. Was ich gemacht habe bei meinem Linux, aber das VPN geht eigentlich mit ganz vielen, mit jedem Handy, mit alles. Ich verbinde mich eigentlich zu meiner Box nach Hause. Das heißt, ich surfe über meine Ubrebox daheim. Da muss ich mir auf der FH-Kanne aufstellen. Und dann, ja, jetzt kann ich natürlich nicht zeigen, wie es von der Zeit unterschiedlich ist, aber ich lade die Seiten einmal neu. Und surprise, surprise, die Werbung ist weg. Und genau, ich kann dann nochmal zurückschalten. Ohne den Adblocker hat man ungefähr doppelt so viele Requests und die dreifache Ladezeit. Also die Werbung ist einmal weg, aber ja, das hat man sich erwartet und man kann sich ja. Kannst du dir vorstellen, dass ich eine Webseite ausgesucht habe, wo es super funktioniert. Aber was ich noch herzeigen wollte, weil es einfach sehr schön worden ist, finde ich, ist das Webinterface von dem Ganzen. Im Grunde braucht man es nicht zwingend, weil es funktioniert sowieso. Also ich steck das daheim an, das macht der WLAN auf und ich kann es verwenden. Weil die verschiedenen Einstellungen, die ich machen kann. Und vor allem das VPN finde ich es relativ einfach. Also im Grunde steckt man es an, aktiviert VPN und dann soll es eigentlich gehen.
Und wenn man dann ein Gerät dazu verbinden will, also ich habe da zum Beispiel Profil für mich angelegt, dann kann ich das einfach runterladen, entweder über einen Link oder wenn ich es direkt am Handy haben will, über einen QR-Code. Das heißt, im Grunde sollte das Ganze nur anstecken und das funktioniert. Natürlich ist es nicht ganz so einfach bei VPN, also gerade bei UPC, die die IPv6-Umstellung gehabt haben, oder bei LTE-Modems. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Am besten einfach mal ausprobieren und ja, und dann soll es eigentlich ganz gut funktionieren. Das war eine Mini-Demo. Wer sich eine Box so anschauen will, ich hab eine mit. Also wie gesagt, das Blau, in Blau habe ich sie nur zweimal gemacht. Eigentlich meinem Chef, dem Johann Haag zuliebe, wegen FH Blau. Alle anderen Boxen, die man gewinnen kann, ist die ist weiß, einfach weil es billiger war. Ja. Aber das Blau ist wunderschön. So, dann schalten wir wieder um. Ja, genau, es ist eigentlich, das war die Demo und jetzt gibt es eigentlich nur mehr was man daraus gelernt haben soll oder was man mitnehmen sollte von der Präsentation. Ja, ich glaube, also das wird noch spannend werden mit Werbung und den Gegenmaßnahmen. Ja? Also nicht nur jetzt mit so Sachen wie der Ubrebox, aber im Generellen. Also Google hat 80% von ihrem Umsatz, machen die mit Werbung. Dadurch, dass Apple jetzt dieses Adblocking zulässt, werden die wirklich ein Riesenproblem kriegen. Und ich glaube, da wird es noch spannend werden, auch wie das Nachrichtenseiten machen. So beim Durchtest ist mir aufgefallen, die Bild.de blockt jetzt. Das tut mir persönlich nicht sehr weh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich die Seiten jetzt immer ansurfen kann. Eigentlich ist mir das ziemlich egal, aber es könnte einen Trend zeigen. Ja, wenn andere Leute sich denken, na warte mal, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, dass sie die Leute ausschließt mit einem Werbeblocker. Also da erwarte ich, dass es nur ein bisschen Dynamik gibt. Im Generellen für alle Techies oder so wie wir das sind, die Browser-Extensions funktionieren super. Wenn ihr wisst, wie man die installiert, was zwei Klicks sind, verwendet sie, weil die funktionieren eigentlich gut. Ja. Empfehlung ist uBlock und beziehungsweise von Firefox der Tracker-Blocker, der eingebaut ist, der funktioniert traumhaft. Das einfach ausprobieren. Und helft auch euren Bekannten, das zu machen. Wo es dann interessanter wird, finde ich, ist bei den mobilen Geräten. Ja, also die meisten Leute, die man fragt, die Techies sagen, ja, im Desktop habe ich HTTPS Everywhere, ich habe Disconnect, ich habe Adblock Plus mit Acceptable Ads ausgeschalten und dann habe ich noch NoScript und dann habe ich Request Policy. So, dann sage ich, okay, super, passt. Gut, 100 Punkte oder 120. Dann geht es weiter zum Handy. Ja, und da spaltet sich. Die einen sagen, über Custom ROM und habe das oben und habe ein eigenes Host-File und das Host-File hat 1200 Werbedomains drinnen und ich verwende Firefox mit der Extension, sage ich, okay, 150 Punkte, wirklich, du hast dich hingesetzt und hast es gerootet. Aber meistens ist die Hemmschwelle, dass man das Gerät, mit dem man jeden Tag, weiß nicht, WhatsApp oder Leute anruft, dass man das routet, ein bisschen höher. Und das ist, wo halt so eine Box, finde ich, relativ sinnvoll ist. Ja, da muss man es halt nicht routen und hat trotzdem die Werbung weg. Ja, und was ich mir halt hoffe von Leuten, die zur ITSEC-X kommen, falls ihr euch einmal ein Bei gekauft habt, im besten Fall ein Zweierbei, weil die eigentlich relativ stark sind, und ihr habt sie daheim rumliegen oder ihr wollt euch einmal ein besseres Media Center daheim kaufen und euren Bei für was Sinnvolles einsetzen, dann folgt mir doch auf Twitter und im Dezember gibt es hoffentlich die erste Software-Release. Ja, und viel Glück bei der Verlosung. Vielleicht gewinnt ihr einen von den Test-Buys. Ja, sonst könnt ihr mich gerne fragen oder zwischendurch bei den Pausen. Wie gesagt, 90% von den Leuten drin sehe ich permanent jeden Tag, also von in der Früh wahrscheinlich bis am Abend. Ihr könnt mich natürlich auch gerne fragen. Für alle anderen, ihr könnt mir eine Mail schreiben. Ja, so weit, so gut. Also danke fürs Zuhören und fürs Vorbeikommen. Das Thema Privatsphäre wird immer wichtiger und für
vielleicht hat ja der eine oder andere noch irgendwelche Fragen an den Markus, die er uns kurz beantworten kann. Eine kurze Verständnisfrage. Der Ninja-Mode wird aber nur ab Port 80 können, oder? Was? Der Ninja-Mode wird nur über Port 80 in der Weitora enthalten. Man kann ihn über Bingen scannen. Nein, also Tor ist prinzipiell DCP, ja. Also Bingen ist ICMP. Also ja, aber nein, also ich kann prinzipiell jedes DCP-basierte Protokoll drüber machen. Was wir gemacht haben, ist eigentlich nur HTTPS und Web einmal eingeschalten, aus der Angst, dass man andere Informationen über Tor schickt, die man vielleicht nicht schicken will. Aber Sie können super perfekt verschlüsselt drüber surfen. Ja? Also der Vorteil ist halt auch, dass die Box blockt vorher Werbenetzwerke und solche Sachen und schickt es dann erst in Tor rein. Also ich schicke nicht vielleicht komplett kompromittierende Sachen über Tor und ich kann ja da aufs Darknet zugreifen, ja, wenn ich das will. Aber das Darknet würde ich immer den Tor-Browser empfehlen. Ja. Also, aber Sie können prinzipiell alles drüber machen. Mit unverschlüsselte Sachen wie Port 80 sind sogar eher gefährlicher. Ja. Das Protokoll nicht nach Port ist. Ja. Was sind so die Probleme bei LTE und VPC, weil du das extra rausgerufen hast? Achso, naja, VPN muss man im Public Internet erreichbar sein. Bei UPC, da wird man umgestellt auf IPv6, was eigentlich toll ist. Ich habe mich sehr gefreut, dass es in Zukunft da ist. Genau, bis man draufkommt, dass man daheim im Wohnzimmer einen Server hostet und der nicht mehr erreichbar ist, ist dann eigentlich nicht so toll. Und dann tut man die Wagen und dann kommt man drauf, dass man über IPv4 nicht mehr erreichbar ist, und dann ruft man an beim Helpdesk von UPC und lässt sich umstellen. Das ist einmal UPC. Das andere Fall ist der Manfred. Der Manfred hat, darf ich das sagen, drei Router daheim, oder? T-Mobile. Entschuldigung, will ich wieder nicht Schleichwerbung für den Falschen machen. Ja, für alles schon Werbung gemacht. Und da kriegt man überhaupt kein Public IP mehr, sondern wird einfach doppelt genabelt, oder? Also, ja, und dann kann man nicht mehr auf die Box daheim zugreifen. Ja, so ist das. Aber UPC würde mich freuen, wenn die beides machen. IPv6 und der gescheite IP. Aber also, wenn da jemand kennt, ist da jemand da von UPC? Ja, okay. Sonst noch irgendwelche Fragen? Ja? Also, wenn man Kinder hat, die wollen ja auch im Internet surfen. Und es gibt ja viele Eltern, die wenig Ahnung haben, wie kann man jetzt das Kind vor entsprechenden Seiten schützen. Ach, na, das ist so, ich mag kann sicher, ich habe selber eine kleine Tochter daheim, aber ich mag sicher keine Kinderzensur. Einfach, ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es Software, wo man das machen kann. Aber prinzipiell will ich, das Einzige, was ich zensieren will, sind Firmen, die Privatsphäre von jemandem verletzen. Aber ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, für meine Tochter auszusuchen, was sie im Internet surfen soll. Also das will ich nicht machen. Also ich will nicht mit der Box zensieren. Also deshalb gibt es kein Feature. Es wäre einfach, aber ich mache das nicht. Ja. Sonst bin ich gespannt. Dann danke für den super Vortrag. Und vielleicht überlegt sich der eine oder andere von euch, sich eine UPC-Box zuzulegen, um endlich einmal dem Raspberry Pi hinzugeben. Ja, also die Software einfach runterladen und installieren. Ja. Also dadurch, dass der Markus so schnell war, jetzt eine längere Pause. Ja, ich habe die Zeit sich alle. Ja. Was?